2017 feiert die evangelische Kirche 500 Jahre Reformation. Dazu hat Martin Luther durch die Wiederentdeckung des Evangeliums vielfältige Anstöße gegeben. Deshalb veranstaltet die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen im Studium Generale eine Ringvorlesung für alle Fakultäten. Der Titel lautet Luther heute – Ausstrahlungen der Wittenberger Reformation. Grundgedanke ist es, Luthers theologische Anliegen einerseits historisch sorgfältig im Kontext darzustellen und andererseits die Relevanz für Kirche und Gesellschaft heute aufzuzeigen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche viele Anregungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Priestertum aller Gläubigen. Damit kommen wir in den Bereich, der für kirchenhistorisch Interessierte besonders relevant ist, weil es der Bereich ist, an dem ein Übergang zwischen Theologie und historischer Realität, Umsetzung der Reformation stattfindet. Der Punkt, der als theologische Aussage soziales Potenzial enthält und entfaltet. Ein Punkt in Luthers Theologie, in dem sich seine schon angesprochenen mystischen Wurzeln äußern und zugleich eine Radikalisierung erfahren, die sich dann in der reformatorischen Umsetzung zeigt. Priestertum aller Gläubigen ist zunächst eine theologische Figur. Und ich werde nicht unmittelbar zusteuern auf die soziale Umsetzung, wie sie sich in der berühmten Stelle der Adelsschrift findet, keine Sorge, auf die kommen wir noch, sondern ich werde zunächst einmal auf eine Schrift desselben Jahres 1520 blicken, in dem die Adelsschrift erschien, nämlich auf die Freiheitsschrift. Im Gespräch über das allgemeine Priestertum spielen die wesentlichen Aussagen der Freiheitsschrift oft nur eine untergeordnete Rolle, obwohl gerade dort sich, und damit bin ich beim ersten Gliederungspunkt, die theologische Begründung des allgemeinen Priestertums in besonderer Klarheit findet. Theologische Begründung heißt zunächst biblische Begründung. In der Rede davon, dass ihr ein königliches Priestertum seid, 1. Petrus 2,9, grundgelegt und entfaltet daher von Martin Luther als Königtum und Priestertum. Ausgehend von Jesus Christus, der beides in sich trägt, Königtum und Priestertum, angewandt auf die Glaubenden, durch sein Königreich ist er allerdings mächtig. Durch sein Priestertum ist er, und das ist der Glaubende, ist er Gottes mächtig. Denn Gott tut, was er, der Glaubende, bittet und will, wie dort steht, geschrieben im Psalter, Gott tut den Willen der, die ihn fürchten, und er höret ihr Gebet, zu welchen Ehren er nur allein durch den Glauben und durch kein Werk kommt. Eine ungeheure Hoffnung auf die Gebetserhörung, die Martin Luther hier äußert, die er bindet an das Priestertum, das in erster Linie sich also äußert im Gebet. Und dabei denkt Luther nicht an das Gebet für mich selbst, sondern an die Fürbitte. Das gibt dieser Hoffnung auf Erfüllung auch einen ganz anderen Horizont, als wenn man nur an die Gebetserhörung für sich selbst denken würde. Gebetserhörung also für den anderen, das heißt zugleich auch, dass dieses Priestertum, abweichend von dem, wie es zum Teil in der Wirkungsgeschichte wahrgenommen wurde, von vornherein bei Luther gedacht ist als ein Priestertum in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Die Rede vom allgemeinen Priestertum ist individuell anwendbar auf jeden und jede Einzelne und doch in ihrer Grundstruktur zunächst einmal eine Äußerung über den Glaubenden, die Glaubende in der Gemeinschaft der Glaubenden. Die Rede vom allgemeinen Priestertum hat in sich von vornherein eine kirchenbezogene Qualität. Sie begründet die Gemeinschaft der Glaubenden, die wechselseitig im Gebet aufeinander bezogen sind und in diesem Gebet gemeinsam auf den einen Gott bezogen sind. Die Grundaufgabe des Gebets, wie sie sich in der Freiheitsschrift äußert, wird von Martin Luther dann noch weiter entfaltet und ausgedehnt in einer
Schrift des Jahres, in einer Predigt des Jahres 1523 zu Maria Lichtmess, erklärt er, grundsätzlich seien alle Christen und Christinnen durch den Glauben dazu befähigt, zu predigen, zu beten und die Sakramente zu spenden. Das allgemeine Priestertum befähigt dazu, all dieses zu vollziehen, wobei Befähigung zu unterscheiden ist von der Befugnis. Das heißt noch nicht unmittelbar, dass man den Auftrag dazu hat, all dies durchzuführen, aber das Priestertum vermittelt durch die Taufe, gibt eben diese Kompetenz zu predigen, Sakramente zu spenden und eben all dies zu sammeln im Gebet. Dass die Taufe entscheidend ist für die Begründung des Priestertums, führt zu den meines Erachtens nicht erquicklichen belehrenden Zeigefingern, die immer mal wieder sagen, nein, nein, es geht doch nicht um das Priestertum aller Glaubenden, sondern um das Priestertum der Getauften und damit ist schon eine Alternative eröffnet, die so für Luther gar nicht existiert. Durch die Taufe wird der Mensch in die Gemeinschaft der Glaubenden hineingenommen und damit ist das Priestertum der Getauften das Priestertum der Glaubenden. Aber nicht in der Weise, dass ich den Glauben noch einmal individuell als irgendeine Eigenheit unterscheiden könnte, dass eine besondere Gruppe der Glaubenden für sich beanspruchen könnte, wir haben das Priestertum, sondern es sind die in den Glauben hineingestifteten Menschen, die in der Taufe zu Priestern werden. Und da sind wir dann bei der angesprochenen, berühmten Stelle aus der Adelsschrift. Denn was aus der Taufe kochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl nicht einem jeglichen ziemt, solch Amt zu üben. Auch da haben wir den Unterschied zwischen Befähigung und Befugnis. Die Taufe macht uns zu diesen Priestern, Bischöfen und so weiter. Das heißt aber noch nicht, dass wir den Auftrag haben, genau diese Aufgaben auszuüben. Sondern dazu muss es noch einen eigenen Vorgang der Beauftragung geben. Eine Beauftragung, die in die Gemeinde und in die Öffentlichkeit hineinführt. Der Hintergrund, der Kern dieses Gedankens des allgemeinen Priestertums, da greife ich die angesprochenen mystischen Hintergründe auf, liegt tatsächlich in der Metaphorik des späten Mittelalters. Man hört es bei Martin Luther noch nachklingen, wenn er, wir sind wieder bei der Freiheitsschrift, erklärt, also auch sein Priestertum steht nicht in den äußerlichen Gebärden und Kleidern, da wird im Grunde alles abgerufen, was man an spätmittelalterlichem Antiklerikalismus hat. Die Priester sind diejenigen, die durch liturgische Gewänder oder dergleichen sich auszeichnen. Genau das macht dieses geistliche Priestertum nicht aus, wie wir bei den Menschen sehen, sondern das Priestertum steht im Geist unsichtlich, unsichtbar, also dass er für Gottes Augen ohne Unterlass für die Seinen steht und sich selbst opfert und alles tut, was ein frommer Priester tun soll. Er bittet, das ist das Priestertum Christi, von dem hier die Rede ist, er, Christus, bittet für uns, wie St. Paul, Römer 8, sagt, so lehret er uns inwendig im Herzen, welch sein zweieigentliche Rechtamt eines Priesters. Denn also bitten und lehren auch äußerlich Menschen, zeitlich Priester. Inwendig und äußerlich, das ist eine Grundunterscheidung, die die spätmittelalterliche Frömmigkeit an verschiedenen Stellen prägt. Immer wieder in genau dieser kritischen Gegenüberstellung, wie wir sie hier bei Luther finden, der aus dieser Tradition kommt, der auch den Gedanken eines spiritualisierten Priestertums lesen konnte, als er 1515 oder 1516 Johannes Tauler las und dort den Satz fand, dieser gottächtige Mensch, das ist ein inwendiger Mensch, der soll ein Priester sein. Er soll ein Priester sein. Bei Tauler im Zusammenhang der Auslegung des hohen Priesters Zacharias eingeführt, die Andacht macht den Priester. Übrigens auch die Priesterin nach Tauler, ausdrücklich Mann wie Frau. Die Andacht, bei Luther wird es der Glaube. Da haben wir das, was man als Transformation insofern beschreiben kann, als Transformation bedeutet, etwas wird übernommen, der Gedanke eines spiritualisierten Priestertums, und es wird zugleich gebrochen, nämlich dadurch, dass wir bei Tauler noch vorausgesetzt sehen, dass das Priestertum von Seiten des Menschen eine bestimmte besondere Haltung erfordert, nämlich die Andacht, während es bei Luther der Glaube ist, der durch die Taufe gegeben ist und damit eine verallgemeinernde Grundkategorie
die das Christsein insgesamt bestimmt. Bei Tauler sind es besondere Menschen, Männer wie Frauen, die Priester oder Priesterinnen sind. Bei Luther sind es die Getauften. Was Luther übernimmt, ist damit die Lösung des Priesterbegriffs vom Weihesakrament. Was allerdings nicht heißt, dass er die Aufgabe des Amtes, die ja eben auch schon angesprochen war, lösen würde von bestimmten äußerlichen Gegebenheiten. Im Gegenteil, 1535 erklärt er in einer Predigt über 1. Korinther 12, es müsse ein Amt geben, so sagt er es da ganz allgemein, dass ein geordnet Ding so in einem jeden Regiment sein muss, darstelle. Und ein Amt in diesem Sinne, und das gilt dann nach dieser Predigt auch für die weltlichen Ämter, den Bürgermeister und dergleichen, ein solches Amt dient der sorgfältigen Durchführung eines von außen gegebenen Auftrags. In diesem Sinne ist das Amt der Ausübung des allgemeinen Priestertums zu unterscheiden von der allgemeinen Befähigung zum allgemeinen Priestertum. Das Amt gibt von außen, nämlich letztlich von Gott her, den Auftrag zur Durchführung der genannten inhaltlichen Füllungen des allgemeinen Priestertums, Gebet, Predigt, Sakramentenspendung. In diesen Überlegungen zum Amtsbegriff also liegt bei Luther schon der Grund dafür, dass das Publicae Docere, das öffentliche Lehren, wie es dann in der Confessio Augustana gefasst wird, zu unterscheiden ist von dem allen Christen und Christinnen grundsätzlich gegebenen Auftrag und der grundsätzlich gegebenen Befähigung. Um öffentlich dieses Amt ausüben zu müssen, bedarf man bestimmter Kompetenzen. Auch das ist in der Lehre des vom allgemeinen Priestertum bei Luther völlig selbstverständlich mitgegeben. Es bedarf der Pietas und es bedarf, sonst könnten wir unsere Fakultät schließen, der Gelehrsamkeit. Das allgemeine Priestertum, um es einmal so zu formulieren, dispensiert uns nicht vom Lernen des Hebräischen und des Griechischen, sondern in dem Moment, in dem jemand, der auf Grundlage der Taufe zum allgemeinen Priestertum berufen ist, sich darauf vorbereitet, für den öffentlichen Dienst diese Aufgabe auszuüben, da ist die entsprechende Bildung erforderlich. Sie ist erforderlich auch, damit insgesamt ein geordnetes, ordentliches Geschehen erfolgen kann. Und letztlich ist übrigens auch diese Ordnung des öffentlichen Geschehens der eigentliche Grund dafür, dass Luther aus dem allgemeinen Priestertum, das Männern wie Frauen gilt, einen besonderen Amtsauftrag ableitet, der unter den Bedingungen seiner Zeit nur für Männer gilt. In einer Predigt aus dem Jahre 1523 heißt es, nur haben jene einen eigenen Stand aufgerichtet, als der von Gott sei, haben solche Freiheit gewonnen, dass schier mitten in der Christenheit größer Unterschied ist weder unter uns und Türken. Wenn du willst die Christen ansehen, so musst du keinen Unterschied ansehen und nicht sagen, das ist ein Mann oder ein Weib, ein Knecht oder Herr, alt oder jung, wie Paulus sagt, Galater 3. Es ist alles ein Ding und eitel geistlich Volk. Darum sind sie alle zumal Priester, mögen alle Gottes Wort verkündigen, ohne dass Weiber nicht in der Gemeinde reden sollen, sondern die Männer predigen lassen, um des Gebots willen, dass sie ihren Männern sollen untertan sein, wie St. Paulus lehret 1. Korinther 14. Und jetzt kommt eigentlich der interessanteste Satz. Solch Ordnung lässt Gott bleiben, macht aber nicht Unterscheid des Gewalts, wo aber nicht Männer da wären, sondern eitel Weiber als in Nonnenklöstern, da möchte man auch ein Weib unter ihnen aufwerfen, das da predige. Also Frauen unter sich, Nonnenkloster, Frauenkreis, in den Kontexten sozusagen ist es für Luther denkbar. Das heißt, im Grundsatz ist die Predigt durch Frauen denkbar. Das besagt eigentlich dieser letzte Satz. Wenn er vor einigen Jahren der Historiker Heinz Schilling Furore damit gemacht hat, dass er in verschiedenen Medien betont hat, Luther war nicht für die Frauenordination, dann steht dem genau dieser Satz entgegen. Natürlich war Luther unter den Bedingungen seiner Zeit nicht für die Frauenordination, aber er war sich dessen bewusst, dass es um bestimmte sozial kodierte Bedingungen geht und dass es andere sozial kodierte Bedingungen gibt, in denen selbstverständlich die Frau zum Amt beauftragt ist. Das ist in seinem Vorstellungshorizont eben nur das Nonnenkloster, nur in dem Moment, in dem sich die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse so ändern,
dass wir nicht mehr von der Gewalt des Mannes über die Frau als einer adäquaten Ausdrucksform der zwischengeschlechtlichen Beziehung sprechen können. In dem Moment ist es völlig selbstverständlich, dass in dieser Weise, wie Martin Luther das Amt begründet, auch die Frauenordination inkludiert ist. Und es ist auch so, dass man im 16. Jahrhundert schon an bestimmten Punkten darüber nachgedacht hat, ob man nicht die Frage der Frauenordination sogar in Religionsgespräche hineinbringen solle. David Chytrius berichtet über Augsburg, dort habe man eigentlich darüber nachgedacht, auch darüber zu debattieren, Zitat, ob die Weiber auch konsekrieren können. Die Frage der Frauenordination war im 16. Jahrhundert aus gesellschaftlichen Gründen nicht akut, sie war aber theologisch nicht ausgeschlossen und unter geänderten gesellschaftlichen Bedingungen ist sie geboten. Zweitens, Entfaltung. Entfaltung versuche ich in zwei Hinsichten darzustellen, eine Entfaltung des allgemeinen Priestertums zunächst im Blick auf die Umsetzung der Reformation durch die Obrigkeit und dann zweitens im Blick auf die allgemeinen Folgerungen für das Kirchenverständnis, die Ekklesiologie. Es wird immer mal wieder als kontraintuitiv empfunden, dass Martin Luther das allgemeine Priestertum begründet und verkündet hat, und dann war es die Obrigkeit, die die Reformation umgesetzt hat. Das, was hier als kontraintuitiv empfunden wird, ist aber für Luther und für sein Verständnis keineswegs kontraintuitiv. Im Gegenteil, für Martin Luther ist die Umsetzung der Reformation durch die Obrigkeit der Paradefall der Durchsetzung des allgemeinen Priestertums. Das allgemeine Priestertum ist in seinem Kernanliegen, in seiner Grundbotschaft nicht ein Prinzip nach demokratischen Kategorien, sondern das, wogegen Martin Luther sich wendet mit dem Gedanken des allgemeinen Priestertums, ist die kirchenrechtliche Unterscheidung zwischen Klerikern und Laien, die eine Menge rechtlicher, ständischer Folgen hatte. Das wird ausgehebelt. Hat man diese Unterscheidung aber ausgehebelt, so entstehen ganz neue Fragen darüber, wer denn eigentlich nun befugt ist, im Sinne des allgemeinen Priestertums, dann Kirche zu reformieren, wenn, und das ist immer die Voraussetzung bei Luther, wenn die eigentlich dazu Berufenen, die Geistlichen, nicht dazu in der Lage sind. Der Ansatzpunkt für das vorhin vorgelegte Zitat aus der Adelsschrift über diejenigen, die aus der Taufe gekrochen sind und deswegen Priester sind, liegt in der Adelsschrift in den drei Mauern, gegen die Martin Luther mit der Reformation anrennen will, die drei vermeintlichen Mauern, mit denen Rom sich gegen Kritik schütze, so Luthers Äußerungen in der Einleitung zur Adelsschrift, die Mauer, mit der der Papst behaupte, er sei der Einzige, der das Konzil einberufen dürfe, die Mauer, mit der der Papst die Auslegungskompetenz über die Schrift beanspruche und als erste von diesen drei Mauern von Luther genannt, die Mauer, mit der der geistliche Stand sage, er stehe über dem Weltlichen und deswegen dürfe der Weltliche ihn nicht reformieren. Das ist der Punkt, an dem Luther einsetzt und sagt, nein, genau das stimmt nicht, sondern der Weltliche hat durchaus auch Kompetenz über den Geistlichen und Luther kann das mit seiner Freude an bestimmten Bildern aus der Alltagswelt deutlich machen, wenn er erklärt, drum sage ich, dieweil weltlich Gewalt von Gott geordnet ist, die Bösen zu strafen und die Frommen zu schützen, so soll man ihr Amt lassen, freigehen, unverhindert durch den ganzen Körper der Christenheit. Das ganze Corpus Christianum, das eben auch die Geistlichen einschließt. Niemands angesehen. Sie treff Papst, Bischof, Pfaffen, Mönch, Nonnen oder was es ist. Und hinter solchen Äußerungen stehen ganz konkrete, reale Rechtsprobleme, die man im späten Mittelalter hatte, etwa mit der Frage, hat ein Landesherr rechtlichen Zugriff, wenn ein Kleriker einen Mord begangen hat? Dann hat er nicht, nach spätmittelalterlichen kirchenrechtlichen Regelungen, weil es da ein eigenes Recht gilt. Dagegen wendet Luther sich, indem er sagt, dieser eigene Rechtsraum darf nicht bestehen, sondern die Geistlichen sind auch der Obrigkeit in diesem Sinne untertan. Und dann kommen die schönen Beispiele. Wenn so das genug wäre, die weltlichen Gewalt zu hindern, dass sie geringer ist unter den christlichen Ämtern, denn der Prediger- und Beichtigeramt oder geistliche Stand, so sollte man auch verhindern, den Schneidern, Schustern, Steinmetzen, Zimmerleuten, Koch, Kellnern, Bauern und alle zeitlichen Handwerken, dass sie dem Papst, Bischöfen, Priestermönchen kein Schuh, Kleider, Haus, Essen, Trinken machten, noch Zins geben.
Das mit dem Zinsgeben ist natürlich nochmal so eine eigene Polemik, mit dem Hintergrund auch der Auseinandersetzung um das Ablassgeschäft. Was Luther hier deutlich machen will, ist, letztlich ist die Gesellschaft organologisch aufeinander bezogen, nicht hierarchisch in einer Vorordnung des geistlichen Standes über den weltlichen, sondern es gibt eine Aufgabenverteilung innerhalb dieser Gesellschaft, in der die Geistlichen in einem Zusammenhang mit den Weltlichen stehen, auf sie angewiesen sind und ihnen, sei es beim Schuhmachen, sei es beim Regieren, nicht übergeordnet sind. Dieser Gedanke nun, in der Adelsschrift formuliert, dass also der weltliche Stand nicht unter dem Geistlichen steht und deswegen der weltliche Stand auch Kirche reformieren darf, der ist der Punkt, ich hatte es vorhin einleitend angesprochen, an dem aus theologischen Überlegungen, dem in der Taufe begründeten Priestertum, reales politisches Handeln wird. Und das ist intendiert in der Adelsschrift. Es sind diejenigen angesprochen, die als Adel in der Lage sind, Änderungen durchzuführen. Die sollen nun an die Reformation gehen, zumal nachdem entschieden ist, dass nach dem Speyer Reichstag-Abschied sich die Reichsstände so benehmen sollten, dass sie für sich also zu leben, zu regieren und zu halten, wie ein jeder solches gegen Gott und kaiserlicher Majestät hoffet und vertraut zu antworten. Diese, nach einer Formulierung von Martin Heckel, dissimulierende Formel des Speyerer Reichstags ermöglicht es den Adligen, nun ihr allgemeines Priestertum umzusetzen und das, indem sie dort einspringen, wo Luther und insgesamt die reformatorische Partei ein Versagen sehen, nämlich wo die Bischöfe nicht ihrer Visitationspflicht, ihrer Besserungspflicht nachkommen. Da nun heißt es im Unterricht der Visitatoren 1528 als Gemeinschaftswerk der Wittenberger entstanden, welch Exempel auch die alten Väter, die heiligen Bischöfe vor Zeiten mit Fleiß getrieben haben, wie auch noch viel davon in päpstlichen Gesetzen gefunden wird, denn an diesem Werk sind ursprünglich kommen die Bischöfe und Erzbischöfe aus diesem Werk, danach an jeglichen viel oder wenig zu besuchen und zu visitieren befohlen wird. Daraus entsteht ursprünglich das Bischofsamt. Nun ist man in der Situation, die Zeitdiagnose, die Bischöfe visitieren nicht mehr ordentlich, also muss man sich umschauen, wer kann es tun. Aber weil unser keiner dazu berufen oder gewissen Befehl hatte und St. Petrus nicht will von der Christenheit etwas schaffen lassen, man sei denn gewiss, dass Gottes Geschäft sei, hat sich keiner für den anderen Türen unterwinden. Also es darf niemand hier schreien und sagen, ich führe mal die Visitation durch, sondern es muss derjenige das durchführen, der die Mittel dazu hat, das ist die Obrigkeit. So kommt die Obrigkeit aus den dem allgemeinen Priestertum übertragenen Aufgaben zur Reform der Kirche durch den weltlichen Stand ins Spiel. Nicht deswegen primär, weil sie Obrigkeit ist. Luther sagt im selben Zusammenhang sogar, dass es der Obrigkeit nach ihren eigentlichen obrigkeitlichen Aufgaben gerade nicht zu ihren Aufträgen gehört, Reformation durchzuführen, Kirchenveränderungen durchzuführen, sondern deswegen, weil die Obrigkeit mit dem weltlichen Stand insgesamt die Aufgabe der Besserung der Kirche hat und dieses in der Beauftragung von Visitationen entsprechend durchführen kann. Das allgemeine Priestertum ist die theologische Grundlage für die obrigkeitliche Durchführung der Reformation und letztlich damit auch die Grundlage dafür, dass die Reformation überhaupt auf Dauer bestehen konnte. Dazu bedurfte sie dieser obrigkeitlichen Durchführung. Erst nach diesem Blick schaue ich nun auf die allgemeinen kirchlichen Folgen, in denen insbesondere in der Schrift, dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, aus dem Jahre 1523, stärker nicht die Obrigkeit, sondern, wie der Titel schon sagt, die Gemeinde in den Blick kommt. Eine sehr spezifische Gemeinde, die Gemeinde von Leisnig, in der es Auseinandersetzungen um das Präsentationsrecht für ihre Pfarrei gab. Es ist eine Notstandsregelung im Grunde, die Luther an dieser Stelle vornimmt, der er allerdings allgemeinen Charakter gibt, indem er seine Ratschläge für die Gemeinde Leisnig öffentlich publiziert. In dieser Situation, in der die Gemeinde nicht ordentlich versorgt wird mit Predigern, und das ist für Luther die Hauptfüllung des Amtes, in dieser Situation wird nun etwas aktualisiert, was Luther die Jahre zuvor entwickelt hat, denn das kann niemand leugnen,
dass ein jeglicher Christen Gottes Wort hat und von Gott gelehrt und gesalbet ist zum Priester. Und deswegen ist die Gemeinde nun in der Tat beauftragt, im Versagen der kirchlichen Instanzen selbst einzuspringen, Prediger zu berufen, einzusetzen und auch deren Lehre zu beurteilen. Da sind Ansätze dafür, dass aus dem allgemeinen Priestertum Gemeinderechte aktualisiert werden. Das sind Ansätze, die im 16. Jahrhundert querstehen zu den allgemeinen Vorstellungen von der Struktur von Gesellschaft. Das sind Ansätze, die in ganz anderer Weise seit dem 19. Jahrhundert aktualisiert werden konnten, im Blick darauf, dass das allgemeine Priestertum tatsächlich jedem Christen und jeder Christin gilt und damit auch die Gemeinden berufen sind in das allgemeine Priestertum. Aber das ist nicht das primäre Modell Martin Luthers, sondern er schaut hier, wie einige Jahre später, wenn er sich an die Obrigkeit wendet, immer darauf, wer ist zum einen betroffen und wer ist zum anderen derjenige, der hier agierend einspringen kann, wo die regulär vorgesehenen Instanzen nicht funktionieren. Von Luther aus versuche ich nun, einen Schritt durch die kommenden Jahrhunderte hindurch zu gehen. Drittens, historische Weiterführung, durch dieses Bekenntnisbild wenigstens eine Erinnerung an die Übergabe der Confessio Augustana, die keine explizite Lehre vom allgemeinen Priestertum enthält, gleichwohl im Artikel 28, in dem es um die Bischöfe geht, sehr sauber unterscheidet zwischen allgemeinen Aufgaben, die in der Regel auf den Pfarrer konzentriert sind, der gleichen Ranges mit dem Bischof ist, und speziellen Aufgaben, die der Bischof in rechtlichem Sinne hat und die in der beschriebenen Weise von der Obrigkeit übernommen werden können. Unter den Bekenntnisschriften ist diejenige, die tatsächlich etwas zum allgemeinen Priestertum sagt, der Tractatus de Potestate Papae von Philipp Melanchthon im Zusammenhang des Bundestages von Schmalkalden 1537 entworfen, weil man mit den Artikeln, die Martin Luther vorgelegt hatte, gelinde gesagt unglücklich war und eine andere Erklärung der Amtszusammenhänge erwartete und erhoffte. In diesem Zusammenhang nun schreibt Philipp Melanchthon, und das machen sich die Theologen des Bundestages zu eigen, darum folget, wo eine rechte Kirche ist, dass da auch die Macht sei, Kirchendiener zu wählen und ordinieren. Und er beruft sich dafür auf die schon genannte Bibelstelle 1. Petrus 2,9, das königliche Priestertum. Da haben wir tatsächlich im Rahmen der Bekenntnisschriften eine Aufnahme des allgemeinen Priestertums. Dieser Gedanke ist Teil der Bekenntnisschriften geworden, wenn auch kein prominenter Teil. Aber weil er Teil der Bekenntnisschriften geworden ist, ist er auch nicht, wie es gelegentlich in vereinfachenden Darstellungen heißt, unmittelbar vergessen worden von der in der Regel dann als relativ bös angesehenen lutherischen Orthodoxie. Wenn ich jetzt einige Beispiele aus der lutherischen Orthodoxie zum allgemeinen Priestertum nenne, will ich hier ausdrücklich sagen, die Sammlung, die sehr wichtige Sammlung dazu hat Volker Gummelt in einem Beitrag zum Thema vorgenommen, dem ich an der Stelle sehr dafür danke, dass ich diese Überlegungen hier aufgreifen kann. Tatsächlich ist schon in dem Moment, in dem David Chytrius in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sich kritisch mit den römisch-katholischen Beschlüssen des Konzils von Trient auseinandersetzt, der Gedanke des allgemeinen Priestertums präsent, natürlich in der kritischen Wendung gegen die römisch-katholische Kirche. 1. Petrus 2,9 wird dem Verständnis des Priestertums, wie es Chytrius in Trient walten sieht, entgegengehalten. Etwas intensiver kommt der Gedanke bei Leonhard Hutter, der Anfang des 17. Jahrhunderts mit seinen Lotsi das entscheidende Lehrbuch der Orthodoxie geschrieben hat und der hier erklärt, dass die Amtsträger der Kirche letztlich durch die Gemeinde bestimmt werden. Und er führt dabei auch einen ganz interessanten biblischen Beleg an. Es ist neben 1. Petrus 2,9, was natürlich immer eine Rolle spielt, der Bericht von der Nachwahl im Apostelkollegium, Apostelgeschichte 1, der für Hutter ein Nachweis dafür ist, dass der Amtsträger qua Wahl durch die Gemeinde eingeführt wird. Das wichtigste Lehrbuch der lutherischen Orthodoxie und der wichtigste Vertreter der lutherischen Orthodoxie, Johann Gerhard, hat in seinen Lotsi seinen lateinischen Text unterbrochen, um ausführlich auf Deutsch
zu zitieren, die Schrift, dass eine christliche Gemeinde Recht habe und so weiter. Die eben genannte Schrift Martin Luthers von 1523, das ist neben allem anderen ganz interessant, was da fachsprachlich eigentlich passiert, dass eben im Lateinischen das Deutsche plötzlich argumentativ verwendet wird, sozusagen als Fremdsprache in der selbstverständlich lateinisch orientierten akademischen Lehre. Da wird ausführlich diese Schrift zitiert, ein Indiz dafür, die ist auch in der Orthodoxie keineswegs in Vergessenheit geraten, auch wenn man dazu sagen muss, dass Johann Gerhard den Gedanken des allgemeinen Priestertums nicht stark gemacht hat. Aber er bleibt präsent, auch wenn die Realität durchaus auch von orthodoxen Theologen weit kritischer geschildert wird. Von einem jener Theologen Johann Wilhelm Bayer etwa heißt es, so ist es in den Kirchen der Protestanten durch häufigen Gebrauch üblich geworden, dass dem Patron der Kirche das Recht zur Wahl bzw. zur Nomination oder Präsentation zukommt, das Recht auf Prüfung des Benannten und des Urteils darüber, ob dieser geeignet zum Kirchendienst sei, wird dem Bischof zugewiesen und wird durch die Konsistorien oder die theologischen Lehrkollegien durchgeführt. Ist die Würde oder Eignung des Geprüften anerkannt, wird er der gesamten Gemeinde vorgestellt, damit er öffentlich gehört werde. Und so wird er entweder von der Gemeinde oder von dem Patron unter Zustimmung der Gemeinde berufen, vom Bischof aber auf den Befehl dessen, bei dem die Bischofsrichter liegen, wird er durch die Kirchendiener ordiniert und schließlich bestätigt. Das ist der Normalvorgang, wie er für das 17. Jahrhundert in einem reich verbreiteten Lehrwerk beschrieben wird. Das heißt, der Normalvorgang ist, die Gemeinde kriegt den präsentierten Kandidaten vorgestellt und kann sozusagen, wie es schon altkirchliches Recht war, akklamieren, mehr aber auch nicht. Die Realität des allgemeinen Priestertums heißt, dass hier die Mitwirkung der Nichtgeistlichen an der Besetzung einer Pfarrstelle sich konzentriert auf den jeweiligen lokalen Patron und das heißt auf sehr lange hergekommene Besitzrechte, die sich auf Kirchenstrukturen berufen, in denen Kirche letztlich Eigentum der jeweiligen örtlichen Adligen gewesen sind. Ein durchaus problematisches Modell, das im Protestantismus auch fortgesetzt wurde. 1686 formuliert das Bayer so, zu einem Zeitpunkt, zu dem schon ein ganz anderer Impuls für das allgemeine Priestertum erfolgt ist, durch Philipp Jakob Spener in den Pia Desideria des Jahres 1675, gehört zu den Reformidealen die Aufrichtung und fleißige Übung des geistlichen Priestertums. Das ist der Impuls, das ist das große Erbe des Pietismus für den Protestantismus, daran mit Macht zu erinnern, dass tatsächlich das geistliche Priestertum nicht nur eine Begründung für bestimmte Amtsstrukturen bietet, sondern dass das geistliche Priestertum eine Aufforderung an alle Christinnen und Christen ist, sich auf die Aufgaben des Gebetes und auch der Verkündigung zu besinnen, der Verkündigung untereinander, wie sie im Pietismus konkrete Gestalt gewinnt durch die Collegia Pietatis, in denen sich diejenigen, die die Heilige Schrift lesen, zunächst Erbauungsliteratur, aber dann die Heilige Schrift lesen, gegenseitig interpretierend das Evangelium zusprechen. Hier wird das allgemeine Priestertum zu einer Form von Christlichkeit, die nicht unmittelbar auf das Amt zuläuft, die an bestimmten Stellen sogar in Konkurrenz zum Amt treten kann. Allerdings eigentlich im Ideal Philipp Jakob Speners eine Unterstützung des Amtes darstellen soll. Wo aber die Priester ihr Amt tun, da hat der Prediger als ihr Direktor und ältester Bruder eine stattliche Hilfe in seinem Amt und dessen so öffentlich als absonderlichen Verrichtungen und wird ihm die Last nicht zu schwer. Das ist das Ideal des allgemeinen Priestertums, wie es Spener hier entwirft, wie es im Grunde in seiner Gemeinde auch realisiert worden ist, in der er als Pfarrer im Mittelpunkt eines Collegium Pietatis stand, da eine Art der gegenseitigen Seelsorge, der gegenseitigen theologischen Beratung, die gipfelt, und da bewegt Spener sich auf die Grundlagen der Bekenntnisse zu, die gipfelt in der öffentlichen Verkündigung durch den Prediger als Direktor, als Leiter der Gemeinschaft der geistlichen Priester. In der sozialen Realität muss man hier die Priesterinnen weglassen, aber im Ideal sind es die geistlichen Priester und Priesterinnen.
Dieser Gedanke hatte etwas Subversives im Blick auf das Saaramt, obwohl es, wie gesagt, von Spener schon in den Pia Desideria nicht als Unterhöhlung des Amtes eingeführt war, sondern als Stärkung und Einbettung des Amtes. Das hat dann dazu geführt, dass Spener einen ausführlichen Traktat über das geistliche Priestertum nachschicken musste nach den Pia Desideria, um auf die verschiedenen Kritikpunkte einzugehen, die ihm vorwarfen, dass er das Amt der öffentlichen Verkündigung unterschätze und unterminiere. Ob dieser Gedanke des allgemeinen Priestertums in der Weise, wie er dann verwirklicht wurde durch Konventikel, die sich gebildet haben, tatsächlich zu dem tragenden Gedanken von Kirche geworden ist, das ist, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Die Verwirklichung des Pietismus im Zuge des 18. Jahrhunderts hat oft dazu geführt, dass dieses Ideal, das geistliche Priestertum, das doch von allen Getauften gepflegt werden sollte, eng zu führen auf die Gruppe besonders christlich Engagierter im Sinne des Pietismus. Da sind gewissermaßen Reformpotenziale verschenkt worden und auf der Strecke geblieben. Ich komme von diesen Überlegungen viertens auf Impulse für die Gegenwart. Das allgemeine Priestertum tragen wir gerne vor uns her als Form evangelischen Bewusstseins, können es theologisch immer wieder auch deutlich begründen, auch wenn wir in einer Situation sind, eigentlich seit dem 16. Jahrhundert, in der es in sozialer Perspektive, nicht in theologischer Perspektive, aber in sozialer Perspektive immer die Gefahr einer Reklerikalisierung gibt. Die Absetzung des Standes der Pfarrer von ihren Gemeinden lässt sich schon im 16. Jahrhundert durch die Teilnahme der Pfarrer an der Gelehrtenrepublik im Unterschied zu ihren Gemeinden nachvollziehen. Die Pfarrer lösen sich als eine eigene Gelehrtenschicht von den Gemeinden oder bleiben von ihnen gelöst, können sogar in anderer Weise als die Kleriker des Mittelalters sich selbst weiter rekrutieren, dadurch, dass sie nicht an den Zölibat gebunden sind und deswegen ihre Pfarrstellen von Generation zu Generation weitergeben können. Das ist auch eine Form des sozialen Abschlusses. Diese Gefahr ist in der sozialen Realisierung des allgemeinen Priestertums im Protestantismus immer wieder mitgegeben und sicherlich drückt sich diese Gefahr immer genau dann aus, wenn in Reformforderungen in der evangelischen Kirche Kritik an einem Selbstabschluss, heute meistens nicht der Pfarrerschaft, sondern, entschuldige Ulrich, der Kirchenleitungen formuliert wird. Wenn danach gefragt wird, ob eigentlich die Kirchenleitungen, sei es in Stuttgart, sei es in Hannover, noch eng vernetzt sind mit dem, was die Gemeindewirklichkeit der Priester und Priesterinnen fordert. Die kritischen Gespräche mögen sich dabei auf unterschiedlichem Niveau abspielen, sind in ihrem Kern aber immer wieder ein Rückruf zu diesem allgemeinen Priestertum, in dem Sinne, dass die Gemeinde insgesamt zum Priestertum berufen ist, wie es die Schrift von 1523 über die Gemeinde, die das Recht hat, formuliert hat, wie es Philipp Jakob Spener formuliert hat. Daneben sind wir in einem Reflexionsprozess darüber, wie sich das Amt ausdifferenziert hat und ausdifferenzieren kann als Ausdruck des allgemeinen Priestertums, ausgedehnt über die Konzentration auf das Predigtamt, die im 16. Jahrhundert paradigmatisch das Verständnis des Amtes im Verhältnis zum allgemeinen Priestertum bestimmt hat, mindestens hin zu den Aufgaben in den Schulen, in denen die Lehrerinnen und Lehrer Anteil haben an der öffentlichen Mitteilung des Wortes Gottes und damit Anteil haben daran, dass das allgemeine Priestertum sich in einer öffentlichen Gestalt artikulieren kann. Der interessanteste Punkt, über den wir wahrscheinlich die meisten Schwierigkeiten in Diskussionen haben werden, ist die Frage, wie wir mit der Diakonie als Lebensäußerung der Kirche umgehen. Wenn sie Lebensäußerung der Kirche ist, wie es die Grundordnung der EKD uns nahelegt, dann hat die Diakonie Anteil an dem Öffentlichwerden des Auftrages des allgemeinen Priestertums. Und das ist der Punkt, über den wir im Zusammenhang mit der Professionalisierung von Diakonie nachdenken müssen. Professionalisierung von Diakonie ist wichtig und zentral. Wir brauchen die Leute, die die diakonischen Aufgaben mit der entsprechenden beruflichen Ausbildung ausführen können. Aber wir brauchen in unseren diakonischen Einrichtungen auch die Leitbilder, die daran erinnern, dass das, was kirchliche Diakonie ausübt, Ausdruck
des Auftrages ist, der allen Getauften mitgegeben ist und in besonderer Weise durch die Amtsträgerinnen und Amtsträger der Diakonie ausgeübt wird. Das ist der Gedanke, an dem das allgemeine Priestertum in heutigen Leitbildprozessen meines Erachtens zu wenig aktiviert wird, da an dem man stärker an dieses allgemeine Priestertum erinnern kann, um den Impuls, den kritischen Impuls des allgemeinen Priestertums aufrechtzuerhalten, dass nicht diejenigen in besonderer Weise eine Nähe zu Gott haben, die den Auftrag der Sakramentenspendung und der Wortverkündigung haben, sondern dass diese Amtsträger wie andere Amtsträger auch Anteil haben an der Nähe Gottes, die uns allen geschenkt ist, in der Taufe mit dem Glauben, den Gott uns eröffnet hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.